Hallo Leute, ja, jetzt stehen wir da mit unserem kurzen Hemd, ne? Haben letztes Mal hier so ein bisschen was gemacht, aber so richtig wusste man nicht. Aber wir brauchten noch das Teil, um Schwefel zu kriegen. Und das hatte ja der, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, Frank war es, glaube, geschrieben, dass das ein Teil ist, was wir dafür erforschen wohl erst müssen. Gut, das wollen wir dann mal nach dem Logo machen und dann schauen wir mal, dass wir das finden, was das ist. So, das bedeutet, wir gehen mal hier hin und schauen mal. Also ich schätze mal nicht, dass es im Kleinen, sondern was Größeres ist. Dann gucken wir mal hier Unterkunft, Autoextraktor, extra großer Schredder. Nee, das nicht. Solarstromanlage, Windturbine, XL, nee. Mittlerer Sensorbogen, XL-Sensorbogen, Sensorbalandachin. Nicht. Was haben wir hier? Großer Sensorring. Nee, ist es wohl auch nicht. Extra große Plattform. Plattform, nee, sind es komplett nicht. Figurenplattform, extra großes Lager, nee. Großer Rover, Landeplattform, Shuttle, mittlerer Shuttle, große Shuttle, okay. Bahnhof, mehr haben wir da nicht. Okay, dann war das da schon mal nicht. Hier, großer Drucker, Schmelzofen, Erdzentrifuge, Chemielabor, Atmosphären, der ist es. Zum Sammeln atmosphärische Ressourcen von, und können wir auch schon erforschen, machen wir mal. Diese entsperrte 100 Schemata im Katalog. Okay. Erforschung. Das bedeutet, das ist im mittleren Drucker, glaube ich, ne? Das Jetpack, das kleine, das ist mittlerer, das ist der große. Jetzt müssen wir einen mittleren Drucker finden. Den hat man da oben irgendwo hingestellt, ne? Oder ist der das? Ah, der hat schon ein Raumschiff gebaut, ja. Ja, das war eigentlich gar nicht nötig, ne? Glaube. Da ist was schiefgelaufen. Okay. Fällt auch schon durch die Gegend. Ist das der? Ne, das ist der große Drucker. Ich brauche einen mittleren Drucker, glaube ich, ne? Wo war der denn? Das ist der Schmelzofen. Haben wir keinen mittleren Drucker gehabt? Doch, oder? Stand der nicht hier? Was rappelt hier gerade so? Okay, weiß ich nicht. Hier unten ist ein kleiner Drucker, oder? Ja, ich brauche einen mittleren Drucker. Das heißt, den muss ich wahrscheinlich hier drucken, ne? Mittelgroßes Lager. Mittelgroßer Drucker, brauche ich zwei Gemisch für. Wo ist das, was so einen Krach macht? Kein blassen Schimmer, ist das das Teil? Ja, die Kiste ist im Wind und die macht so einen Krach. Toll, oder? Das ist ja super, oder? Jetzt ist Ruhe. Gut, aber der Drucker hier, kann der das auch? Weiß ich nicht. Nee, ne? Der kann ja nur die großen Sachen, oder? Ne, der kann nur die großen Sachen. Das heißt, wir müssen definitiv zwei Dingens haben. Sag schon, Gemisch haben. Eins ist schon mal hier. Und wo finde ich noch ein Gemisch? Auf dem Wagen ist nix. Ich hier drüben noch was. Wohl nicht. Da ist auch nichts dran. Das heißt, wir müssen da oben ein. Ja, müssen wir gerade da oben noch was ausbauen. Aber es sieht so aus, als ob hier nichts mehr ist, oder? Wie kommen wir denn da so hin?
Na super. Kein Strom mehr. Müssen wir hier oben rumlaufen. Soll reichen. Da drüben ist auch noch was. Akku wird voll, super. So, dann müssen wir mittleren Drucker drucken. Vielleicht sollten wir noch ein paar Plattformen drucken, wäre vielleicht auch noch ideal, ne? Stopp, das war falsch, das ist richtig. Das nochmal da rein. Und mit großer Drucker drucken. Und jetzt bräuchte man noch ein paar Plattformen. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Dann können wir auch hier, glaube ich, Plattformen drucken. Oder waren hier keine drin? Ne, da war nichts drin. Schade. Dann müssen wir das da auch wahrscheinlich da unten machen, ne? Wo setze ich den hin? Gute Frage, ne? Das war keine gute Idee, das da hinzumachen. Stromverlängerung nehme ich mal runter, also setze den da drauf, dann kann der auf jeden Fall drucken. Dann schauen wir mal, großer Drucker brauchen wir nicht. Schmelzofen, Erdzentrifuge, Chemielabor, Atmosphären, Kunststoff, Glas und Eisen. Kunststoff, Glas und Eisen. Haben wir bestimmt alles nicht da. Titan. Kupfer. Zink, Kohlenstoff, Keramik. Kunststoff weiß ich schon mal gar nicht. Aluminium könnte man daraus machen. Was haben wir hier drauf? Kupfer, naja. Da war gerade ein Jingle, keine Ahnung, wofür der gut war. Kohlenstoff, Kupfer, Wolfram. Nee, haben wir nicht da. Glas dafür, ja, da brauchen wir einen Brennofen. Ja, ich glaube, da müssen wir wegfliegen. Hat alles keinen Sinn hier, ne? Ich glaube nicht, dass wir das hier irgendwie kriegen. Ja, zack, in der Rakete und hoch und dann fliegen wir zur Silva zurück und dann sollten wir da das kriegen können, oder? Würde ich mal so sagen. Nee, das war falsch. V zu anderen Planeten schießen. Kunststoff weiß ich noch gar nicht. Atrox. Silber. Reise nach Silva. Und dann zu unserer Basis. Natürliche Lage, ne, ich will unsere Basis haben. Da rechts ist er. Landeplatz Heimatbasis. Zack. Ich habe kein Lager mitgenommen. Das war vielleicht auch nicht so eine tolle Idee, oder? Da ist der Sauerstoffmacher dran. Okay, auch nicht so. Naja, egal. Wir brauchten Glas. Das haben wir hier links.
Dynamit haben wir hier im Rucksack. Kupfer, das packen wir raus, das war jetzt nicht so wichtig. Was brauchen wir noch? Eisen. Haben wir Eisen hier? Gute Frage, ne? Hallo haben wir ja. Da haben wir noch gar kein Eisen. Ja. Es könnte sogar sein, dass wir noch gar kein Eisen haben, ne? Ist das rote? Da ist Eisen. So, Eisen. Ah. Lass mal gerade nochmal gucken. Ne, da war das nicht. Warum mittleren Drucker, ne, wo wir das basteln können. Da ist mittlerer Drucker. Was braucht man dafür nochmal? Kunststoff fehlt uns jetzt noch. Wo kriegen wir Kunststoff weg? Gute Frage, wahrscheinlich aus dem Labor. Titanlegierung. Kunststoff, da ist es. Kohlenstoff und Gemisch brauchen wir dafür. Das ist nicht so schwer, das haben wir hier. Gemisch. Und ich dachte, er hat jetzt da dran gesäppt. Und Kohlenstoff ist das. Ne, das ist Zink. Nein, da ist es. Na, alles Zink. Ich habe eben schon hier Kohlenstoff gesehen. Wo ist es? Da hinten, oder? Also ist auch alles Zink. Ist auch alles Zink. Dann machen wir es gerade neu. Davon überzeugt, dass ich das hier irgendwo gerade gesehen habe. Kann natürlich auch sein, dass es auf einem anderen Planeten war. Zink, Zink, Aluminium, Kohlenstoff. Ab ins Labor damit. Und starten wir. So, da kriegen wir jetzt schon mal Kohlenstoff. Wahrscheinlich ist das hier auch Kohlenstoff gewesen. War da irgendwie schon dran, wahrscheinlich, ne? Fehlt uns nur der Schwefel. Hat gut geklappt, oder? Wo fällt das hin? Ah, da kommt er raus, okay. Kohlenstoff. So, das sind die drei Sachen, die wir brauchen. Rein theoretisch können wir dann zurückfliegen. Praktisch. Ja, praktisch ist gut, ne? Ich glaube, da ist kein Feststoff mehr dran, oder? Null Starts. Das heißt, wir müssen da auch wieder was bauen. War das er hier, der das baut? Ich glaube ja, ne? Aluminium, Ammonium. Aluminium haben wir da. Und Ammonium habe ich doch eben auch schon eins gesehen. Quarz. In das in Gelb. Keins da. Das ist schlecht. Das
Ist auch Quarz. Wo war das Ammonium? Auch auf einem anderen Planeten wahrscheinlich, ne? Ne, da hinten ist es. So, das wird gedruckt, das ist schon mal gut. Und dann das Licht hier rum. Feststoffsprungbooster, okay. Raketentrepp an Feststoffdüse ist fertig. Okay, wieder nicht richtig zugepackt hier. Dann haben wir das. Lass uns aber gerade mal hier gucken, ob wir im Missionslogbuch noch mehr sehen. Ne, haben wir nicht. Platziere Unterkunft oder Landeplattform auf Kalidor. Okay, das müssen wir auch noch machen. Haben wir nicht schon mal eine Handelsplattform genutzt? Da müssen wir noch aktiver eine Portalkammer. Finde Fahrzeugdatenschreiber auf D-Solo. Zerstöre Datenschreiber. Okay, das ist auch noch eine Aufgabe, ne? Das ist schon alles durch. Das heißt, hier sind wir erstmal durch. Ich würde jetzt sagen, wir fliegen dann wieder nach ja zum Wüstenplaneten. Kalidor war es, oder? Silber. Nee. Wo ist er denn? Da ist er, ne? Ne, das ist Atrox. Kalidor. Dann fliegen wir dahin und dann können wir da wieder bauen. Jetzt müssen wir nur die Latte-Plattform finden, ne? War die das da? Da sind zwei. Super, ne? Aber da ist noch mehr Zeichen drin. Ich glaube, das ist da. Weil da ist noch dieses rote Zeichen in der Nähe. Das wird hier sein, dass wir hier gewesen sind. Ich will es ganz stark hoffen. Ja, hier wackelt schon das Ding. Gut. Drucker. Hier. Glas, Eisen und Kunststoff. Weg und machen. Gut, dann haben wir da, kriegen wir auch den Schwefel dann daher, dann ist er schon mal etwas weiter, ne? Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ach, übrigens, das, was ich vorhabe, das ist schon der Gedankengang weiter und ich denke, das kriegen wir dann schon hin. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.